Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ihr seht es schon, ich habe eine Sicherheitsweste an und diese probieren wir in dem Video für dich aus und ja, sagen dir, wie wir sie finden. Viel Spaß bei diesem Video. Auf dem Sicherheitswestenmarkt gibt es ja ganz unterschiedliche Rückenprotektoren, dünne Rückenprotektoren und dickere Rückenprotektoren. Da sind auch die Preisspannen zwischen 75 und 300, 400 Euro kann man da ausgeben. Wir haben verschiedene da und ich wollte natürlich auch gerne mal so eine Airbag-Weste ausprobieren und habe mir jetzt eine gekauft. Und ja, jetzt werden wir euch mal zeigen, wie die aufgebaut wird, also wie man die Kartusche einlegt und dann werdet ihr auch sehen, wie sie sich aufbläst. Hier seht ihr jetzt mal die Weste aus der Nähe und die Tasche für die Gaskartusche. Die Weste ist an sich sehr, sehr leicht und wird dann mit so einer Schnur und einem Karabiner am Sattel festgemacht. Und dadurch, dass hier dieser kleine Stopfen gezogen wird, also diese Kugel, die man dort sieht, wird dann ein kleiner Stab in diese Gaskartusche hineingehauen, womit dann das Gas rauskommt und sich die Weste entfalten lässt. Die Gaskartusche wird oben reingedreht, soweit bis es dann komplett am Anschlag ist und damit ist diese Weste eigentlich schon präpariert. Der Vorteil von so einer Weste zum Reiten ist natürlich, dass sie wirklich sehr, sehr leicht ist, man trotzdem hinten einen kleinen Rückenprotektor hat, den zeige ich euch dann nochmal separat, und man wirklich vom Gefühl her keine richtige Schutzweste anhat. Und dadurch halt ja sehr gut agieren kann, auch auf dem Pferd selber. Die normalen Schutzwesten, da habe ich das Problem, dass ich teilweise hinten am Hinterzwiesel vom Sattel aufsitze und musste mir hinten ein Stückchen wegschneiden, damit ich quasi überhaupt ordentlich sitzen kann und reiten kann. Damit ist aber dann natürlich der Popo nicht mehr geschützt. Hier bei dieser Weste ist es anders, das seht ihr gleich. Ja, das geht ein bisschen streng, diese Gaskartusche hineinzudrehen. Da braucht man zwei Hände und auch muss da wirklich richtig kräftig drehen. Das ist das Einzige, was ich jetzt von dieser Weste sagen kann, was ein bisschen nachteilig ist. Aber wenn man es dann auch mal richtig fest reingedreht hat, dann passt es auch. Also es geht schon, aber es ist so ein bisschen friemelig. Halt du mal Abstand. So, und jetzt? Soll ich hier noch zumachen? Ja, machen wir zu. Also fester rein geht's ja. Netterweise hat sich für den ersten Test mein Mann zur Verfügung gestellt, weil ich ja mit meinen Rückenproblemen da jetzt kein weiteres Risiko eingehen wollte. Und mein Mann hat jetzt hier schon mal demonstriert, wie es dann passieren wird. Nein, also es ging auf Anhieb nicht. Wir dachten dann auch, warum löst das nicht aus? Aber es soll natürlich auch nicht bei zu schwachem Zug aufgehen. Und jetzt hat es geklappt mit richtig Karacho. Jetzt seht ihr hier auch den kleinen Stift, der rausgekommen ist und die Weste hat sich perfekt aufgeblasen. Wir mussten diesen Test auch machen, weil standardmäßig die Kartuschen da nicht mitgeliefert werden. Das heißt, ich musste die separat bestellen und wir wollten natürlich einmal testen, ob das auch die richtigen Kartuschen sind. Und Gott sei Dank habe ich hier auch alles richtig gemacht. Es sind die richtigen Gaskartuschen und es hat sich alles wunderbar aufgeblasen. Hinten am Popo klappt sich dann dieser Schutz aus und es ist wirklich bis zum Steißbein runter alles sehr, sehr gut gepolstert. Und wir hatten dann die Idee, noch mal kurz im Trampolin zu testen, weil ich weiß nicht, ob bei euch auch so viel Sahara-Staub ist, auf jeden Fall, oder Sand aus der Sahara. Und bei uns ist alles komplett schmutzig und wir wollten sie nicht gleich komplett eindrecken. Also sind wir aufs Trampolin gegangen, da haben wir schon ein bisschen sauber gemacht gehabt vorher und konnten dann da noch mal die Weste auch wirklich testen, wie man drauf fällt, und auch natürlich wollen wir sie nicht kaputt machen und haben sie jetzt nicht auf dem harten Boden oder auf dem Steinboden getestet, sondern hier dann auf dem Trampolin. Das Ergebnis war wirklich spitzenklasse, also wenn man auf den Rücken fällt, ist das butterweich, also es ist wirklich eine sehr, sehr coole Erfindung und natürlich wollte ich jetzt die Weste auch nochmal anprobieren und schauen, wie sie so sitzt. Und das würde ich euch auch empfehlen, falls ihr so eine Weste habt, dass ihr es auch einmal testet. Erstens, ob ihr alles richtig gemacht habt, also ob sie auch wirklich auslöst. Und dann aber, wie man hier sieht, wäre das viel zu eng gewesen auf der normalen Einstellung. Also man muss die Klipse hier relativ locker machen, dass man nachher nicht
zu sehr gequetscht wird, wenn die dann aufgepustet wird. Man sieht es jetzt hier, also man kann im prallen Zustand besser sehen, wie eng die Weste sein sollte, als im unaufgeblasenen Zustand. Auch ich bin dann nochmal ins Trampolin, natürlich mit meinen Rückenschmerzen etwas vorsichtiger. Aber ich muss sagen, so war das wirklich mega entspannt. Seite habe ich auch nochmal getestet. Die Hüfte ist natürlich nicht geschützt. Also wenn man die Hüfte geschützt haben möchte beim Aufprall, müsste man sich noch einmal eine Schutzhose für die Hüfte zulegen. Aber ich sag mal, das Wichtigste, der Rücken und auch Steißbein hinten ist wirklich richtig gut abgefedert. Also ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Ich bin mega happy, dass wir die gekauft haben. Ich werde die jetzt auch in Zukunft beim Reiten anziehen. Und auch noch einmal einen Test machen, ob es bei meinem Gewicht auslöst, weil da muss man doch ganz schön anrucken, aber ich denke, das sollte passen. Für Lea wird es zu schwer sein zum Auslösen, das heißt, da muss man wirklich auf Kinderwesten zurückgreifen, die auf das Gewicht ausgelegt sind. Es gibt Westen, die schon einen Rückenprotektor trotzdem mit drin haben, so wie hier, denn wenn doch mal was nicht auslöst, ist es natürlich doppelt blöd. Dann denkt man, man hat einen Schutz, aber hat gar keinen. Zum Wechseln wird die Gaskartusche einfach wieder herausgeschraubt und dann kann die überschüssige Luft einfach wieder rausgedrückt werden und somit ist die Weste wieder einsatzbereit. Ich hoffe, euch hat dieses Video über die Rückenprotektoren gefallen und schreibt uns doch in die Kommentare, welche Rückenprotektoren ihr benutzt und ob ihr damit gute Erfahrungen gemacht habt. Bis zum nächsten Video. Deine Janina. Zähne sauber. Ja. Gut. Schon, ich habe eine Sicherheitsweste an. Und unser Nachbar macht Radau. Das ist der Bauer.